Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Es ist morgens und ich muss gleich zur Schule und nach der Schule haben wir schon was vor. Meine Eltern holen mich mit dem Auto ab. Wir haben Sachen schon gepackt, weil wir sind übers Wochenende weg. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, was das Besondere ist. Haben wir 31 Grad, es ist eine absolute Affenhitze. Hier drin, dank der Klimaanlage, etwas weniger oder sehr viel weniger. Und wir sind jetzt auf dem Weg in den Heidepark Soltau, wo wir auch zwar schon ein paar Mal waren, aber noch nie mit einer Hotelübernachtung im Heidepark Bissau. Da gibt es nämlich ein Hotel, das heißt Abenteuerhotel, und da werden wir an diesem Wochenende zweimal übernachten. Das Verrückte an der Sache ist, wir haben diese Reise oder diesen Kurzurlaub oder dieses Wochenende im Heidepark geschenkt bekommen von jemandem. Der Grund dafür, er sagt, dass wir von unseren Videos sehr viel begeistern und er möchte ein Stück davon zurückgeben. Das ist natürlich ein sehr großes Stück, wahrscheinlich ein sehr viel größeres, als wir jemals gegeben haben, sag ich mal. Aber wir haben es dankend angenommen und sind jetzt auch schon fast da. In einer halben Stunde müssten wir dort ankommen, wenn der Verkehr nicht wie in den letzten Tagen hier in dieser Gegend überall zusammenbricht. Ja. Ja. Was soll ich was sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie so ein Hotel im Heidepark so aussieht, weil ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil wenn man jetzt mal weiß, es gehört zum Heidepark dazu. Ja, es ist auf dem Grundstück vom Heidepark und heißt Abenteuerhotel. Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ab Heidepark. Ja, genau. Alles klar. Danke sehr. Wir sind jetzt angekommen und ich finde, das sieht schon mal sehr schön hier aus. Und schon als wir hier gerade reingefahren sind, haben wir dieses Auto hier gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Auto, Kutsche, so beides. Auf jeden Fall bin ich schon richtig aufgeregt, wie die Zimmer auch von drin aussehen, was ich auch schon gesagt habe. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal gleich rein. Ich fange hier einfach mal an. Jetzt habe ich das ausgemacht. Warte. So. Hier schlafe ich. Hochbett. Eigentlich vier Betten sind hier. Ich suche mal irgendein Hochbett raus. Weiß ich noch nicht. Hier haben wir erstmal irgendwelche Schränke. Hier sind irgendwie noch solche Schilder. Bleibt weg. Sicher. Okay. Das ist schon mal gruselig. Ja. Licht schön angelassen hier auf der Toilette. Sieht auch sehr gruselig aus. Hier Waschbecken, alles. Die Dusche finde ich geil. Wie früher sieht ja alles aus. Aber ich würde mal sagen, gehen wir jetzt erstmal raus. Hier ist ein Spiegel. Ein Stuhl. Und hier schlafen meine Eltern. Und ja, was das, was ich bisher richtig gruselig finde, hier diese Ballons. Okay, erinnert mich so ein bisschen an diese Killer-Clown-Sachen, aber naja. Auf jedem Bett lagen solche Goldtaler. Ich habe mir davon natürlich alle genommen. Die kann man dann essen. Ja. Dann kann man hier noch rausgucken und hat schöne Sicht auf den Heidepark. Ja. Ich würde sagen, wir haben mal alles gezeigt. Ja, hier ist sogar eine Flasche Sekt auf dem Zimmer. Und da das mit echtem Eis gekühlt ist, gehe ich mal davon aus, dass die auch zum Trinken gedacht ist. Und wenn wir es nicht jetzt trinken, wird es warm. Also trinken wir es jetzt.
Also zumindest zwei von uns. Burggraf-Sekt. Natürlich sehr gut bei der Hitze, so ein Glas Sekt. Ja, also sprachlos ist man. Das Zimmer ist schon genial, sogar für sechs Leute. Wir sind nur zu dritt, also kann jeder theoretisch auch in einem eigenen Bett schlafen. Der Ausblick auf den Park, schon auf die Achterbahn, genial. Ja, einfach nur toll alles. Wir hatten Glück, wir hatten auch eine gute Anreise, haben wir uns auch anders vorgestellt und können jetzt gleich den Park schon genießen. Ne, John? Freuen wir uns? Ja. Ich bin schon mal richtig aufgeregt, weil ich war lange nicht hier. Mal gucken, wie das hier ist. Jetzt sind wir hier in der Wasserbahn. Das Beste, was man bei dem Wetter machen kann im Heidepark. Bei dieser Affen- oder Bullenhitze, wie gesagt. Wir haben eben schon die neueste Attraktion mitgemacht. Das kann man aber nicht filmen, weil das im Dunkeln alles ist. Ghostbusters. Johnny, was war Ghostbusters? Also so Geisterjäger. Also da konnte man in so einem Auto fahren und mit solchen Pistolen auf den Rauch schießen auf die Geister. Und dann hatte man halt so Punkte und wer am meisten hatte, hat halt gewonnen. Und das Ganze war noch in 3D. Ja, was ich nebenbei noch mal kurz eben so erzählen kann, es ist ein ganz tolles Gefühl, dass man sein Hotel mitten im Park hier hat. Bisher waren wir immer nur hier im Park und sind dann abends wieder nach Hause gefahren. Aber es ist ein sehr entspannendes Gefühl zu wissen, dass man heute nicht mehr mit dem Auto fahren muss, sondern dass man den Tag hier im Heidepark ausklingen lassen kann und den nächsten Tag morgen auch noch hat und dann sogar noch einen Tag hat. Also finde ich ganz toll. Aber jetzt geht's los. Jetzt kommt hier die Attraktion dieses Fahrgeschäfts. Tja, und wer am meisten nass wird nachher, hat gewonnen oder verloren? Ich weiß es noch nicht. Gewonnen. Bei der Hitze. Ja, das war nochmal eine erfrischende Fahrt. Was hier so für Erheiterung sorgt, ist das. Wer den Schaden hat, ne? Mal gucken, wann es mich trifft. Das wollte ich gerade sagen. Einigen Jahren mal in Florida gewesen bin, da gab es so eine ähnliche Fahrt wie diese hier, nur wurde man da wirklich nass. Wir zeigen mal einen kurzen Ausschnitt daraus. Nass oder ein bisschen mehr jetzt vielleicht auch beim Doppelwasserfall.
Musik an, alles Licht hier geht irgendwie an, so ganz gruselig. Hier sind solche Schriften an der Wand. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So gut sehen kann ich glaube nicht. Hier steht beispielsweise gerettet. Und das ist richtig cool, auch mit der Musik. Und dann kommt am Ende so eine Stimme, dieses Dorf gehört uns, keiner kann uns aufhalten. Also ich finde das schon mal richtig cool. Auch dieses Bett hier mit diesem Design. Von hinten sieht es aus wie eine Tür. Als ob man hier, kann man sich so hinlegen, so gefangen, ne? Voll cool gemacht. Getraut, als wir es ausprobiert haben, aber dann dachte ich, boah, geil. Ja, es gab auch so einen Plan und wir wollen erstmal morgen ins Limit. Das ist hier. Da wollten wir schon letztes Mal hin, aber da war ich noch zu klein. Ja, und jetzt passe ich endlich da rein. Ja, das ist sehr cool. Und mein Papa hat schon gesagt, ich werde euch immer noch mal wollen, weil es so toll ist. Ja, ich habe mir das schon mal angeschaut und hat es ja schon mal so ein bisschen, ich denke so, nein. Ja, mal gucken. Es gibt hier sogar so einen Laserparcours, den will ich auch mal ausprobieren. Deine Mission startet in 3, 2, 1, go! Deine Maze Mission gemeistert. Go! So. Jetzt warten, bis der Sprung wieder nach oben geht. Mann! Gut gemacht. Du hast deine Maze Mission gemeistert. Ja, wir haben jetzt so viele Aufnahmen vom Heidepark, dass wir die gar nicht in einen Vlog reinbringen können alle. Deswegen würde ich sagen, wir machen das in zwei Teilen so gesagt. Ja, ihr könnt dann im nächsten Vlog weiter gucken, wie das mit dem Heidepark so ist. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!